Filiale ist tot. Nicht in Köln am Chlodwigplatz, denn da bin ich gestern vorbeigekommen. Da war eine Filiale der Sparkasse Köln-Bonn, geschmückt mit bunten roten Luftballons. Rot, oh Wunder, Sparkassenorganisation. Und die oberste Zeile der Ballons war mit einem Ad-Zeichen versehen. Da war ich etwas verwundert und habe dann den jungen Mann, der versucht hat, die Leute in die Filiale reinzulocken, gefragt, sagen Sie mal, was bedeutet denn dieses Zeichen auf den Ballons, dieses Ad-Zeichen? Da sagt er, ja, das hat mit Internet zu tun. Jetzt werde ich nicht immer auf mein Alter geschätzt. Der Kollege dachte wahrscheinlich, ich liege irgendwo so zwischen 75 und 85 und sagte, ja, Internet, das weiß ich. Aber was hat das mit einer Bankfiliale zu tun? Da sagt er, naja, wir haben kein Geld mehr in der Filiale. Da sage ich, okay, das verstehe ich jetzt auch nicht, da muss ich mal rein. Ich rein, bin herzlich begrüßt worden von einem Kollegen der Sparkasse Köln-Bonn, der mir dann das Konzept erklärt hat. Vorne gibt es zwei Schalter, wo noch Menschen stehen und mit den Kunden das ein oder andere zu ihrem Konto regeln können, aber keine Sparbücher mehr nachdrücken können. Sage ich gleich noch was dazu. Und dann gibt es Beratungsbüros, schön eingerichtet, teilweise mit Ton unterlegt. Und in diesen Beratungsbüros findet im Wesentlichen Videoberatung statt, die dann auch spontan genommen werden kann. Wenn möglich, kann da natürlich auch noch ein Bankmitarbeiter sitzen. Ich denke, gutes Konzept. Zwei Filialen gibt es davon jetzt. Ich denke ja immer so, wenn man so überlegt, Q110, davon gibt es glaube ich auch nur zwei, drei Filialen, so wie Q110 in Berlin ist, auch nur eine einzige. Oftmals machen Banken sowas, aber sie rollen es dann halt nicht auf alle ihre Filialen aus. Relativ gutes Konzept. Ich bin ein großer Freund von Beratung, das wissen Sie. In einer Filiale Beratung stattfinden zu lassen und den Service zurückzufahren, finde ich durchaus auch interessant, denn Geld verdienen wir nur mit guter Beratung. Ob das mit den Sparbüchern eine gute Sache ist, weiß ich nicht. Wegen einem so einem Drucker, die Kunden jetzt mehrheitlich ältere Leute mit Sparbüchern 3 Kilometer zur nächsten Filiale zu schippern, weiß nicht, ob das so geschickt ist. Generell aber ein interessantes Konzept, was wir weiter beobachten werden. Ich drücke Ihnen die Daumen, dass das mit der Videoberatung bei Ihnen in der Geschäftsstelle am Chlodwigplatz funktioniert. Sage herzlichen Glückwunsch zur Filialeröffnung in der Sparkasse Köln-Bonn und wir sehen uns hier nächste Woche wieder im Fahrstuhl. Alles Gute, schönes Wochenende, bis bald.